Jo Leute, was geht? Artoken wieder hier im Start. Ja, und heute mal wieder ein kleiner Glitch hier auf meinem Kanal. Und ich hoffe mal ehrlich, dass er euch gefallen wird. Hier auf der schönen Map Splash ist er natürlich, für lange Zeit dachte ich eigentlich, er wäre gepatcht, weil den Glitch gab es schon viel früher, also auch kurz nachdem die Map rauskam, also kurz nachdem das DLC herauskam. Und genau, und jetzt habe ich halt eben rausgefunden, ja, der Glitch wurde noch nicht gepatcht, und jetzt habe ich noch so einen kleinen, wie nennt man das? Ja, sagen wir es mal so, noch einen kleinen Glitch gefunden, wie ihr halt eben perfekt auf diesen Spawn halt eben hin, also hin sehen könnt, ohne dass die Gegner euch sehen oder überhaupt wissen, dass ihr in der Nähe seid. Das zeige ich euch erstmal kurz diesen kleinen halt, damit ihr genau seht, wo die Gegner halt eben sind. Das zeige ich euch mal so als Beweis, kurz C4 mal hinhauen. Das ist ziemlich simpel eigentlich. Ihr müsst euch nur hier hinstellen. An dieser Stelle hier, also bis ihr halt nicht mehr weiter könnt. Und dann schaut ihr einfach geradeaus. Jetzt hier als Beweis, hier ist mein C4. Hier seht ihr halt immer ganz perfekt, wo die Gegner halt eben sind. Ihr könnt hier einfach ganz easy durch die Wand halt eben durchschauen. Und falls sich jetzt hinten Gegner befinden, ah okay, nice, ihr wisst genau, dass welche sind. Ihr könnt hier zum Beispiel auch immer wieder jumpen, warten, bis die Gegner halt eben einfach hierher laufen zu euch. Kurz aufpassen, zack, kurz einfach wegholen. Also ist wirklich gar kein Stress mehr, da habt ihr wirklich einen riesen Vorteil. Dann, was auch irgendwie ziemlich seltsam ist, ist mir da vorne auch mal aufgefallen. Das war, glaube ich, hier an dieser Stelle genau. Dieser eine Felsen hier, sieht das eh schon ziemlich komisch aus, wenn ich so hier so hingehe. Man steht eh leicht drin, dachte ich mir so, was passiert jetzt? Dann seht ihr das auch, sieht ziemlich crazy aus. Ich müsste ihr unbedingt mal ausprobieren, ist echt nice. Jetzt zu dem anderen Glitch, der befindet sich nämlich hier oben, wo man auch hier mal eine Leiche hier oben noch sieht. Früher war eigentlich, ja, hieß es, er sei gepatcht, weil deswegen hier einfach. Abgesehen, da oben ist eine Death Barrier, bedeutet, dass wenn man da halt eben, ja, dagegen springt oder wie auch immer es einfach berührt, dass man halt eben automatisch stirbt. Das ist halt einfach eine Death Barrier, so, das ist halt die Definition davon. Ja, und deswegen hieß es eigentlich immer, ja, der Glitch wäre gepatcht, deswegen hat man auch nie wieder irgendeinen Spieler da oben gesehen. Also ich habe, seitdem ich auch gehört habe, dass gepatcht wurde, habe ich ehrlich keinen mehr gesehen, Leute, wirklich ungelogen. Ja, jetzt habe ich es mir nochmal ausprobiert und habe herausgefunden, es funktioniert doch noch, wenn man weiß, wie. Und zwar, ihr stellt euch halt eben einfach hier hin, an die Wand. So, warten wir kurz, bis es halt wieder voll ist. So, am besten stellt euch ein bisschen hier rüber, genau. Und dann jumpt ihr, also am besten nicht so, sondern einfach immer so stufenweise halt eben. So, also kommt ihr halt immer so ein bisschen höher. Und dann müsst ihr jetzt schon, ich würde euch raten, dreht euch immer so auch, also immer mal wieder so ein bisschen halt. Das ist halt wirklich, das müsst ihr wirklich öfter mal ausprobieren, weil das klappt meistens. Also bei mir hat es bisher, glaube ich, nur einmal so auf Anhieb halt eben hingehauen. Das war, glaube ich, beim zweiten Mal. Genau. Also der Glitch war ja früher so oder so schon, ja, nicht gerade der einfachste. Und ja, heutzutage ist er jetzt wirklich auch immer noch nicht der leichteste. Also würde ich mal sagen, ist es schon ziemlich madig. Bis man wieder hochkommt, dauert halt eben auch noch so ein bisschen. Aber wenn man ein paar Kollegen hat, die halt eben kurz mit aufpassen können, dann passt das schon. Wie ihr jetzt seht, ich habe es geschafft. Ich bin ganz chillig hier oben auf den Glitch halt eben jetzt drauf. Ist ziemlich geil, vor allem ihr seht hier hinten, hier hinten ist halt eine Spawn von Splash. Und genau, ihr blockiert auf jeden Fall nicht den Spawn, so viel kann ich euch schon mal sagen. Und ihr wisst, die Gegner spawnen hier hinten auch mal, dort hinten noch. Normalerweise spawnen sie noch hier ein bisschen weiter links drüben. Und ungelogen, Leute, also sowas zumindest bei mir auch mal. Ich konnte sie einfach wegholen von da hinten. Ich habe einfach die ICR gespielt, weil die verzieht am wenigsten. Einfach mit der ICR die da hinten alle einfach weggeholt. Das ist wirklich so simpel. Vor allem, wenn hier unten noch einer ist, ihr könnt den wegholen. Also ist wirklich gar kein Stress mehr. Und genau, es ist echt ziemlich simpel hier oben einfach. Nachteil ist, ihr könnt jetzt, weil, ich springe jetzt mal, da seht ihr das bei meiner Waffe. Die bewegt sich ein bisschen, aber ihr kommt hier einfach nicht mehr weg. Das ist ziemlich madig, also ihr könnt jetzt hier auch versuchen zu sprinten oder sonstiges. Es funktioniert einfach gar nichts mehr. Springen funktioniert auch nicht mehr, also es geht einfach wirklich gar nichts.
Das Einzige, was ihr noch machen könnt, ist, wenn ihr euch jetzt duckt hier. So, dann seid ihr halt ein bisschen, ja, ein bisschen versteckter, sagen wir es mal so, sodass die Gegner euch nicht sofort direkt sehen. Es könnte natürlich auch sein, dass ihr Glück habt. Es gibt hier wirklich viele Stellen, wo man auch mal reinglitschen kann. Und zwar gibt es da noch eine bestimmte Stelle. Das ist wirklich nur eine einzige Stelle. Da müsst ihr echt Glück haben, wenn ihr dass ihr die Stelle halt eben erwischt. Weil dann sollten jetzt hier hinten Gegner spawnen. Ihr holt die alle weg. So, Gegner spawnen auf der anderen Seite. Ihr chillt hier oben. Ihr könnt hier gar nicht mehr weg, außer wenn ihr euch jetzt einfach selbst killt oder euch irgendwie killen lasst. Was ziemlich madig ist. Und wenn ihr auf der richtigen Stelle seid, als erstes steht ihr ja immer hier oben drauf. Und ihr duckt euch und schaut dann in diese Richtung halt eben. Wenn ihr jetzt an der richtigen Stelle seid, dann könnt ihr einfach ja durchschauen, dann seht ihr halt eben die Rutsche halt eben von innen. Und könnt natürlich auch nochmal hier nach hinten schauen, falls hinten auch nochmal Gegner laufen sollten. Also es ist wirklich so ein riesengroßer Glitch. Also der bringt's auf jeden Fall, Leute. Also vertraut mir. Kann ich wirklich nur empfehlen, den echt mal zu machen. Also auf jeden Fall würde ich euch noch raten, jetzt zum Ende, macht den im Multiplayer nur auf eigene Gefahr, ne? Also ich würde euch jetzt nur mal kurz warnen. Es gibt immer wieder solche Sachen von wegen, wo es auf einmal heißt, so, ja, man wurde jetzt, also der und der wurde jetzt gebannt wegen Glitchen im Online-Modus. Also ein Account von mir, der ist zurzeit noch für 3 Tage gebannt, der wurde auch ge ja, ge ge Boah, sorry Leute, ich bin so einfach viel zu müde. Der wurde jetzt auch gebannt für jetzt noch, ich glaube, 2 Tage. Einmal wegen Ausnutzung eines Quellcodes. Das ist jetzt eigentlich egal, was das sein soll. Nee, und halt eben noch wegen Ausnutzung. Ich glaube, irgendwas von Spielfehlern oder was weiß ich bedeutet halt einfach Ausnutzung von Glitches halt einfach. Und genauso würde ich euch wirklich raten, passt auf mit den Glitchen. Übertreibt es auf jeden Fall nicht. Dann solltet ihr es zu stark übertreiben, bleibt es vielleicht, wenn ihr Pech habt, ja, nicht nur bei ein paar Tage bannen, sondern einfach, wie ein Kollege von mir auch schon mal hatte, einfach ein Bann von, ich glaube, wie lange hat er? 2 Monate oder so, glaube ich, waren das. 2, 3 Monate. Und wenn ihr da jetzt einen Account habt, der, keine Ahnung, eh schon ein ziemlich hohes Level hat, dann ist es schon echt ziemlich madig, wenn man dann halt eben auch nochmal gebannt wird. Also würde ich echt mal sagen. Ja, Leute, ich bin jetzt gerade eben echt viel zu müde, um weiter zu labern. Boah, scheiße, Mann. Also würde ich erstmal sagen, Leute, haut rein, ne? Ich hoffe, der Glitch hat euch, ja, gefallen. Falls euch getaugt hat, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein und liked das Video, wäre echt geil von euch. Und vergesst auf jeden Fall auch nicht zu abonnieren, wäre super. Und dann würde ich mal sagen, ja, bis zum nächsten Mal und haut rein.